Ja, ich muss jetzt in die Vergangenheit reisen und erstmal darauf hinweisen, ich habe das Cream Cheese noch ein klein wenig mitbekommen als Jugendlicher. Und ich gebe mal einen kleinen Hinweis. Ich bin Jahrgang 60, war als Jugendlicher schon relativ schnell relativ groß geworden. Das war sehr hilfreich ja, für Kinobesuche, aber auch für Ausflüge in die Altstadt. Wobei ich eine erste, ja, man kann sagen, eine erste Altstadtphase gehabt hatte, so Mitte der 70er. Das war dann verstärkt eigentlich damals noch mehr so die Café-Kneipenszene mit Billardtischen. Heißt also so, sowas wie Café Digger und Weiß der Bär, Auberge. Und man ging natürlich dann in der Altstadt durch die Gassen und am Cream Cheese bin ich natürlich oft vorbeigekommen. War mir etwas unheimlich teilweise das Publikum vor der Tür stehend. Es hat mich mitunter erinnert an die coolen Typen und Typinnen, die man aus manchen Folgen vom Kommissar kannte. Ich bin dann durchaus auch noch, allerdings wahrscheinlich relativ früh am Abend, ins Cream Cheese gegangen, um zu gucken. Hatte auch damals so vom Outfit her, das war noch lange vor Punk, auch so ein Afghanenmantel. Passte also durchaus da rein. War kurz in der, da an der Tanzfläche, wo auch schon relativ laut Musik gespielt wurde, aber glaube ich nur zwei, drei Leute waren. Strobo war an. Ich erinnere mich an das Strobo. Ich erinnere mich, glaube ich, auch noch an die Fernseher vorne. Aber ich war nicht lang drin. Und ich war nachher später noch mal kurz vor Schließung vom Cream Cheese drin. Das war, glaube ich, auch die Phase, wo schon in Düsseldorf die Kunsthalle gebaut wurde. Und ja, da kamen eigentlich dann schon neue Aspekte rein. Ich hatte allerdings zwischen dieser, sagen wir mal, ersten Altstadtphase und der punkbedingten späteren auch ein Gap, wo ich dann definitiv nicht ausgegangen bin. Cream Cheese, das war eben das, was nachher dann Tamaras für mich auch war, von der Location. Aber ich kenne dann nachher auch noch das spätere zweite Cream. Das war ja dann verlagert worden, woraus dann auch nachher noch Limelight wurde, Kick und sowas. Aber mein Schwerpunkt war ja dann, also ab 77 fing das, glaube ich, an, der Ratinger Hof. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin in den Ratinger Hof oder in das Umfeld gekommen, indirekt. Also mir war die Ratinger Straße fast gar nicht geläufig als Ausgehstraße in Düsseldorf. Ich war vorher halt mehr Bolker-Flinger-Straße unterwegs. Das kam über Kontakte zu den ersten wenigen Punks, die es gab. Und das lief dann über Papier. Ich hatte in Düsseldorf, ich glaube, in einem Plattenladen an der früheren Mata Hari oder war das Studio 33. Auf jeden Fall lag da ein Fanzine. Ich wusste, was ein Fanzine war. Ich hatte in England oder über England auch gelesen. Da gab es sowas wie Sniffing Glue. Und auf einmal gab es etwas Ähnliches in diesem Plattenladen in Düsseldorf. Das war The Ostrich. Habe ich später erfahren, war ein Titel. Ein Musiktitel von einer Nebenband von Lou Reed, The Primitives, The Ostrich. Ja, und da war all das, was ich so gehört hatte, was so über England geschrieben wurde, von wahnsinnig schrägen Leuten geschrieben anscheinend. Und mit denen nahm ich Kontakt auf. Ja, und dieser Kontakt, der fand dann in Düsseldorf statt. Man sagte mir, komm auf die Ratinger Straße. Wir treffen uns entweder im Einhorn oder im Ratinger Hof. Und das war dann mein erster Berührungspunkt. Und das war noch eine Phase, wo ich glaube, der alte Ratinger Hof noch kämpfte gegen den neuen Ratinger Hof. Das heißt also, das Publikum, was früher im Ratinger Hof war,
waren wohl ähnliche Typen wie eben in den anderen Cafés, langhaarig, ausgestellte Hosen und so weiter. Und die Übernahme, die dann nachher in den nächsten beiden Jahren stattfinden sollte, von den jungen Leuten mit kurzen Haaren und Röhrenhosen, die hat eine Weile gebraucht. Das heißt also, wir waren am Anfang 2, 3, 4, 5, vielleicht nachher 11, 12 Leute, die dann im Ratingerhof sich trafen, meistens am Flipper. Und nach dann, als sie dann auch Zugang hatten zu Tonträgern, diese dann versuchten, dem Plattenaufleger im Ratingerhof näher zu bringen. Wenn es der Reinhold war, den der eine oder andere vielleicht vom Namen her kennt, war, hat man keine Chance. Ich glaube, Reinhold spielte keine Musik, die nach 1960 gemacht wurde. Aber irgendwann gab es dann jemanden wie den Öhlen, den Markus Öhlen, der an der Akademie Kunst studierte, der dort Platten auflegte, und das waren dann auch unsere Platten. Und so fing das eigentlich an, dass im Ratingerhof eine neue Musik gespielt wurde. Erst von Plattenkonserven, später auch von Bands. Und viele der Leute, die damals angefangen hatten oder die auch beim Diostrich geschrieben hatten, das waren dann so Leute wie Franz Bielmeier, Peter Hein, die hatten dann auf dem Papier eine Band gehabt, die gab es noch gar nicht, aber die wurde dann auch gegründet und die spielte dann auch.